Vielen Dank. Und auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde hier und auch in die große Runde im Internet. Wir wollen heute uns Gedanken machen, worauf es ankommt. Wir wollen lernen, worauf es ankommt. Und das ist in unserer Zeit, in der wir leben, denke ich, nochmal eine besonders spektakuläre Frage, eine besonders wichtige Frage. Worauf kommt es eigentlich an? Nun, bei manchen Leuten müsste man sagen, die auf der Suche sind, sie sollten nicht nur in eine Richtung schauen, sondern auch mal nach hinten. Jetzt sehen wir noch nicht leider das Bild dazu. Dann muss ich noch ein bisschen überbrücken. Auf jeden Fall wollen wir dieses Thema, worauf es ankommt, heute und auch am nächsten Sonntag uns anschauen. Genau, da sieht man das. Also nicht nur in eine Richtung schauen, sondern auch mal nach hinten gucken. Vielleicht wird man dann schneller fündig. Andere Leute, denen ist es ganz wichtig, dass sie immer die Kapazitäten ausschöpfen. Also alles, was geht, muss passieren. Ja, und dann ist natürlich auch etwas, worauf es ankommt in letzter Zeit, dass man immer das richtige Stoffstück dabei hat, wenn man unterwegs ist. Sonst kommt man eventuell hier und da nicht rein. Für wieder andere Menschen kommt es wirklich sehr darauf an, dass sie Netz haben, dass sie auf jeden Fall Empfang haben, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Andere, die streben lieber danach, immer ein wirklich gutes Foto zu machen, egal was es kostet. Ja, darauf kommt es wirklich an, ein gutes Foto zu haben, um es vielleicht dann ins Netz zu stellen. Ja, und wieder andere, vielleicht die ein bisschen rücksichtsloser, die sagen sich, ich will auf jeden Fall mein Ding durchziehen. Egal, was passiert, egal, was mir in den Weg kommt, das muss jetzt so sein. Ja, und dann gibt es auch noch welche, für die kommt es sehr darauf an, dass sie immer ganz oben dabei sind. Dass sie wirklich niemals nur den vierten Platz belegen. Lernen, worauf es ankommt. Die Beispiele, die wir jetzt hatten, die waren eigentlich aus unserer Welt, aus unserem normalen Alltagsleben. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann lernen wir mit der Zeit, dass es eine andere Ebene gibt, dass es eine Sphäre gibt, die dazugehört, um die wir uns kümmern müssen, um wirklich zu wissen, worauf es ankommt. Ein Neurologe und Psychiater hat in diesen Tagen gesagt, dass die besondere Situation auch deutlich gemacht hat, dass unsere Gesellschaft in einer abgeschlossenen Diesseitigkeit lebt. Also dass alles sich nur um dieses Leben hier dreht und das, was hier passiert und wichtig ist und eben auch nicht passieren darf. Als Kinder Gottes wissen wir, dass wir darüber hinaus leben, dass wir eine andere Dimension kennen und deswegen lernen können, worauf es ankommt, um diese Dimension mit hineinzunehmen. Deswegen wollen wir uns heute und nächsten Sonntag, wie erwähnt, den Philipperbrief anschauen und da einige Dinge herausziehen, die uns deutlich machen, worauf es wirklich ankommt. Und der Kernvers, der uns da sozusagen hinschubst, auch in diese Formulierung, den lese ich uns die Kernverse aus Philipper 1, Vers 9 bis 11. Da heißt es, und um dieses bete ich, so schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Der Text führt uns sozusagen in drei Schritten auf dieses Thema hin. Da wird als erstes von sozusagen der Grundlage berichtet, von der Liebe. Darum betet Paulus und das Wort, was hier steht, heißt, dass er das immer wieder und andauernd tut. Ja? Dass er wirklich im Gebet dran ist und zwar dafür, dass bei den Philippern diese Liebe immer noch mehr überströmt. Diese Liebe, in der Bibel ja Agape genannt, also diese besondere Gottesliebe, die sich nicht danach richtet, ob jemand liebenswert ist, sondern die einfach liebt. Diese Liebe ist die Liebe zu Gott,
aber auch seine Liebe zu uns, sodass wir wieder bei einer Beziehung sind und in dieser Liebe wirklich überströmend werden. Das ist die Grundlage sozusagen. Und das führt uns auch wieder einmal zum Evangelium, zu dieser Grundlage, dass Gott uns in Stand setzt und fähig macht zu einem veränderten Leben, zur Erlösung, zur Rettung, zur Veränderung in unserem Leben und es nicht einfach von uns verlangt und wir daran zugrunde gehen. Diese Liebe soll in uns überströmen. Und deswegen ist es wichtig hier zu sehen, wenn wir überlegen, worauf es ankommt, dass es nicht zunächst und vor allem um Wissensdurst geht. Dass wir also eine Liste aufstellen, die wir dann schön alle abhaken können. Und es geht erst recht nicht um Rechthaberei. Auch geht es nicht um Perfektionismus. Dass ich jetzt möglichst genau alles weiß, worauf es ankommt und es möglichst hundertprozentig erfüllen kann. Das ist nicht, was Gott unter einer Beziehung mit ihm sich vorstellt. Und es geht vor allen Dingen auch nicht um Angst. Angst zu haben, oh, ich verpasse etwas, ich sehe jetzt nicht, worauf es ankommt und dann habe ich das Schlamassel. Sondern es kommt darauf an, dass das aus der liebevollen Beziehung zu Gott heraus entsteht. Und das wird auch deutlich in dem nächsten Teil des Verses aus Philipper 1, wo es darum geht, dass diese Liebe zur Erkenntnis und Einsicht führt. Das sind einerseits theoretische Begriffe, aber andererseits in der Bibel, zumindest in der griechischen Sprache, sind es Beziehungsbegriffe. Erkenntnis nicht im Sinne der Philosophie oder Mathematik oder so, nur mit Fakten, sondern Erkenntnis ist ein Beziehungswort in der Bibel, wo es darum geht, den anderen kennenzulernen. Also nicht nur wieder Fakten abzuhaken, sondern sein Wesen kennenzulernen. Und diese Einsicht heißt eigentlich dieses Wort Einfühlungsvermögen oder Wahrnehmung. Und das bedeutet letztlich, dass ich im Alltag durch die Liebe und durch diese Erkenntnis und Einsicht den Durchblick bekomme und auch behalte, was wichtig ist. Dass ich aus der Erfahrung lerne, klug zu werden, zu einer scharfen Einsicht, zu einem Verständnis zu kommen, was passiert hier eigentlich? Und ich denke, das ist uns wichtig geworden, gerade in den letzten Wochen, dass man daran arbeiten muss manchmal, dass man versteht, was passiert hier eigentlich und was sollte nicht passieren. Das ist ähnlich im Kolosserbrief, wo Paulus das Ganze auch Erkenntnis oder Weisheit, Lebensweisheit, geistliches Verständnis nennt. Also ein Denken in Verbindung mit Gott für unseren Alltag. Wir merken also hier, die Liebe ist hier nicht nur ein warmes Gefühl der Sympathie und Harmonie, sondern sie hat konkrete Auswirkungen, dass mein Leben gestaltet werden kann, dass ich Dinge verstehe und richtig einordnen kann. Und deswegen kommen wir auch zum letzten in diesem Vers, nämlich diese Absicht, die dahinter steckt, dass wir prüfen, worauf es ankommt, so heißt es hier in der Elberfelder Übersetzung. Dass wir prüfen können, worauf es ankommt, wenn unsere Routine durcheinander kommt. Eigentlich ist es ein großes Geschenk für unser wohlstandsorientiertes westliches Gesellschaftssystem, dass unsere Routinen einmal richtig durcheinander gekommen sind. Und auch für uns Christen, wir können uns ja nicht freisprechen, wir sagen, oh, wir haben alles im Griff, ja, wir sind ja Christen, wir sind Kinder Gottes, wir haben eine andere Ebene und wir können das alles sofort einordnen. Ich glaube, du und ich, wir wissen, dass vieles, was in letzter Zeit war, auch die Älteren unter uns noch nie erlebt haben. Und dass es gar nicht so einfach ist, das wirklich richtig zu verstehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen und das richtige Handeln folgen zu lassen. Hier wird uns deutlich gemacht, dass es um den dauernden Prozess geht, aufgrund immer wieder sich ändernder Lebensumstände und Alltagseinflüsse herauszukriegen, was ist jetzt dran. Zu unterscheiden, prüfen, worauf kommt es wirklich an. Und dabei geht es natürlich zum einen um die Frage, gut oder böse. Also ist das jetzt gut, was ich machen kann oder soll, oder ist es eher böse? Der Hebräerbrief in Kapitel 5 ermutigt uns dazu. Er sagt da etwas sehr Wertvolles, etwas sehr Wichtiges. Da heißt es nämlich, dass die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Leute sein sollten, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen.
das fällt uns also nicht einfach vom Himmel, wenn man sich Gott zuwendet, wenn man umkehrt zu Gott, wenn man Vertrauen fasst zu Jesus, dann fällt das nicht einfach so vom Himmel und zack, man ist fähig, alles richtig einzuordnen, sondern hier geht es um Gewöhnung und um Übung und immer wieder dran zu bleiben. Mich hat das erinnert an das Autofahren. Wer erinnert sich noch von euch an den Moment, als er das erste Mal in einem Auto saß und fahren durfte, egal wie, ob mit Mama, Opa, Onkel oder Fahrlehrer? Wer erinnert sich da noch dran? Genau. Natürlich gibt es auch große Unterschiede, ne? Naturtalente, die beim ersten Mal schon anfahren können, und andere, die nach 50 Mal immer noch den Motor abwürgen. Aber das macht ja nichts, man kann es lernen. Und wenn man jetzt heute schaut, wenn ihr heute schaut, wenn ihr lange gefahren seid, lange Fahrpraxis habt, dann denkt ihr gar nicht mehr nach darüber, wie man den ersten Gang einlegt, ohne den Motor abzuwürgen. Ja, früher dachte man, oh, jetzt musst du die Kupplung treten, dann musst du den Gang reintun, dann musst du vorsichtig die Kupplung, ein bisschen Gas geben, nicht so viel, nicht so schnell kommen lassen, die Kupplung, bopp. Heute fluppt das so von alleine, weil du durch die Gewöhnung geübte Sinne hast. Du kannst dich da unterhalten, du kannst mit deinem auf dem Beifahrersitz sprechen und du kannst Radio hören oder was weiß ich. Beten mit offenen Augen hoffentlich. Das fluppt einfach so, weil du geübte Sinne hast. Ich erinnere mich, als wir noch in der Nähe von Düsseldorf wohnten und eine Schülergruppe hatten, ein Schülertreff mit Teenies und einen Verkehrsübungsplatz in unmittelbarer Nähe. Da haben wir es einmal gewagt, mit der ganzen Truppe, na gut, waren nicht so viele, so 7 Leute, so von 13 bis 16, auf diesen Platz zu fahren. Ich habe ihnen angeboten, ihr dürft alle mal fahren. Also ich saß daneben, schweißgetränkt, und sie durften alle mal fahren. Ein Küken hatten wir dabei, eine 13-Jährige, die ist dann nur auf gerader Strecke einfach mal so die ersten Meter gefahren. Boah, das war das Erlebnis, ja. Andere durften schon ein bisschen mehr, konnten ein bisschen mehr. Die fahren heute alle routiniert, denke ich mir mal, Auto und denken nicht mehr darüber nach, wie schwer das am Anfang war. Das ist das, was der Hebräerbrief hier meint, dass wir in diesen Übungsprozess, in diesen Prozess reinkommen. Und dass wir nicht sagen, ja, ich bin doch Christ, dann habe ich das in der Tasche. Wisst ihr, ich habe auch damals bei der Bundeswehr den LKW-Führerschein gemacht. Auf einem alten MAN ohne Synchronisationsgetriebe. Das war echt noch ein Erlebnis. Und ohne Servolenkung. So ein Lenkrad. Und Muckis waren gefragt. Ja. Damit in die Stadt. Ich hatte dann meinen Führerschein. Bis vor ein paar Jahren, dann ist er ausgelaufen, weil ich den Sehtest nicht mehr gemacht habe. Was glaubt ihr, wenn ich jetzt mit diesem Zweier-Führerschein, LKW-Führerschein, vor ein paar Jahren zum Daniel Albrecht gegangen wäre auf dem Hof und sagt, hoch, komm, ich setze mich mal an, dann brumme ich hier dran und dann geht's los. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch nicht mal angekriegt, weil sich da so viel verändert hat. Ich habe sogar so gut wie keine Fahrpraxis gehabt. Ja, und da hätte ich tausendmal sagen können, aber ich habe doch einen Zweierführerschein. Ich hatte keine Praxis. Und die Sache wäre im Desaster geändert. Oder wahrscheinlich hätte Daniel mir schon vorher gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Und da hat er recht gehabt. Also es geht darum, dass du dich nicht nur auf dein Christsein berufst und sagst, oh, ich bin ja dabei und dann weiß ich schon Bescheid, sondern dass du prüfst und in diesem Prozess wächst. Und da geht es zum einen um das Gut und Böse, wie wir gelesen haben, und zum anderen, was hier auch steht in unserem Text in Philippa, das zu prüfen und herauszufinden, was den Unterschied ausmacht. Das Unterscheidende steht in der Elberfelder in der Fußnote. Albrecht Bengel, ein bekannter Ausleger des Wortes Gottes, der hat es mal so formuliert, das Prüfen und Festhalten dessen, das nicht allein aus dem Schlechteren gut ist, sondern dass unter den guten Dingen das Beste ist. Darum geht es. Auch Römer 12, Vers 2 steht es. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Denn diese Art des Prüfens ist kein Gesetzbuch, sondern sie wächst aus der Liebe zu Jesus. Und deswegen kann das eine für den einen und das andere für den anderen auch in der Situation gut sein. Und wir sollten uns da nicht übereinander erheben. Aus der liebevollen Beziehung zu ihm wächst das und aus dem Hören auf sein Wort.
Also, wie schon erwähnt, im Philipperbrief finden wir einige Einsichten, die uns helfen, auf das Wesentliche zu kommen, auf das, worauf es ankommt, uns zu konzentrieren. Die erste Einsicht, die dort uns anspringend formuliert ist, habe ich so überschrieben: Es kommt nicht darauf an, dass unsere Vorhaben gelingen, sondern dass der Wille Gottes geschieht. Das passt auch gut zu den letzten Wochen, oder? Bei Paulus war das eine andere Situation. Kapitel 1 sagt er: Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Christen hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Seine Situation kurz: Paulus war unterwegs, wie meistens, und er hat große Ziele gehabt. Er wollte das Evangelium verkünden, wollte weiterziehen und ist dann aber dummerweise im Gefängnis gelandet. Und man könnte jetzt eben auch an diese Situation denken, gerade Paulus, der sehr fokussiert war, der seinen Plan hatte, dass er eigentlich stinksauer hätte sein müssen. Alles ausgebremst, alles anders. Und auch die Philipper haben sich vielleicht Sorgen gemacht, die kannten ihn ziemlich gut. Philippi war die erste Gemeinde in Europa, die Paulus gegründet hat. Und ja, was soll man dazu sagen? So ein Mann Gottes einfach ausgebremst. Und dann merkt er, dass in dieser Situation Gott etwas Besonderes tut, dass sie nicht verloren ist. Und er ist begeistert davon, wie durch seine Gefangenschaft und dadurch, dass die Menschen wissen, warum er gefangen ist, das Evangelium, die gute Nachricht für schlechte Menschen, auch dort im Gefängnis sich ausbreitet. Auch bei der Palastwache, also bei der königlichen Garde, wo man nicht so ohne weiteres ja rankommt, man nicht eben mal ein Bibelfrühstück halten kann oder sowas, ja. Da kommen die jetzt auch hin, dieses gute Evangelium. Und er ist begeistert und schreibt das den Philippern. Es kommt nicht darauf an, dass unsere Vorhaben gelingen, sondern dass Gottes Wille geschieht. Und es drängt sich jetzt die Frage auf für uns heute: Wo ist diese Flexibilität des Lebens? Die Flexibilität der geistlichen Einsicht in solche Zusammenhänge. Wo findet sich eine hoffnungsvolle Sicht auf die Dinge, einfach mit der Erwartung, dass Gott die Fäden in der Hand hält? Wenn uns die Spontanität des Lebens in unsere Pläne hineingrätscht, gibt es eigentlich vor allen Dingen zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass du sagst: Warum muss das ausgerechnet mir jetzt passieren? Und du schmollst und du ziehst dich zurück und schließt die Augen vor dem, was Gott vielleicht tun will. Und die andere Möglichkeit, die man fragen könnte: Was könnte sich daraus entwickeln? Wie könnte jetzt etwas passieren, was mit Gottes Zielen übereinstimmt? Ich denke, die Frage stand auch im Raum, als wir hier in der Gemeinde schließen mussten und dann ins Internet gegangen sind. Was hat Gott alles dadurch getan? Wir wissen nicht alles, aber ein bisschen was, und wir können Gott nur danken. Aber wie oft sind wir zugeschüttet mit unseren Vorhaben, mit unseren Plänen, auch den frommen, auch den Gemeindeplänen, mit unseren Vorstellungen, und wir kommen einfach nicht aus dem Quark, dass wir uns einstellen, wenn Dinge sich ändern, einstellen auf Gottes Möglichkeiten. Gemeinde und wir persönlich manchmal als Christen haben eher so die Flexibilität eines Öltankers oder eines Containerschiffs. Die offizielle Regel für den Bremsweg dieser Schiffe, die großen sind so ungefähr 450 Meter lang, die offizielle Regel für den Bremsweg heißt 20 mal die Länge des Schiffes. Also 450 Meter sind dann knapp, je nachdem ob größer oder kleiner, knapp 10 Kilometer Bremsweg. Da muss man sich schon, oder da darf man schon nicht einschlafen auf der Brücke, wenn man 11 Kilometer vom Hafen entfernt ist. Und manchmal ist es so, dass wir vielleicht den Eindruck haben, dass wir auch in unserem Leben das so eher erleben und
durchleben, dass wir einfach uns nicht einlassen möchten. Paulus sagt hier, manchmal durchkreuzt Gott unsere Vorhaben, damit sein Plan passiert. Sein Plan, der von seiner Warte aus besser ist, der größer ist, weil er einen ganz anderen Überblick hat. Und die Herausforderung ist jetzt, das auf dein Leben wirklich umzusetzen und mit der Meckerei aufzuhören, mit dem Mosern, mit dem sich zurückziehen, mit dem vielleicht sogar bitter sein. Und manchmal zielt dieser Plan auch nur auf unsere Reifung. Nur darauf, dass wir eine Herausforderung bestehen, dass unser Glaube fester wird. Und wie wir das auch aus der Pflanzenwelt kennen, wird er nicht fester, wenn immer nur die Sonne scheint. Darum ist es unerlässlich, dass wir höher und handlungsfähig bleiben, auch wenn wir in Situationen kommen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, die uns voll erwischen. Dass wir dahin kommen, dass wir eigene Vorhaben und Pläne zurückstellen. Darauf kommt es wirklich an. Ein unglaubliches Beispiel dazu ist der Philippus, den hat Andreas am letzten Sonntag schon erwähnt, in dem Bereich, das, was der Heilige Geist durch ihn getan hat. Aber das, was dann so vorher passierte und in diesem ganzen Umfeld, das ist genau das, was wir jetzt gerade uns angeschaut haben. Stephanus war gesteinigt worden, die Gemeinde wurde verstreut, verfolgt und Philippus und auch die anderen fingen an, diese gute Nachricht für schlechte Menschen überall zu erzählen. Und dann passierte in Samaria wirklich etwas Unglaubliches. Ja. Samaria war ja auch so ein besonderes Land, so ein ausgestoßenes Land. Und viele Menschen kamen zum Glauben, Gott tat Erstaunliches. Und dann heißt es, auf dem Höhepunkt dieser besonderen Zeit, dass Gott Philippus sagte, jetzt geh mal in die Wüste. Na toll. Wie würden wir reagieren, wenn wir mitten aus einer Gemeindearbeit heraus, die floriert, wo Menschen zum Glauben kommen, wo Gott erfahrbar ist, wenn uns gesagt wird, jetzt gehen wir irgendwo an die östliche Grenze unseres Landes, wo kaum einer wohnt und alles irgendwie trostlos ist. Aber Philippus hat scheinbar kein Problem damit. Jedenfalls wird uns nichts berichtet. Und wir merken, diese Beweglichkeit, diese Anpassung, dieses Leben unter der Führung des Geistes Gottes ist ein wesentliches Zeichen der lebendigen Beziehung zu Gott. Dass wir uns umstellen und einstellen auf die Verhältnisse, so wie dieser Kutschenfahrer sich einfach ein anderes Räderwerk gesucht hat, weil er ein anderes Zugpferd hatte. Ja. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir nicht immer nur beim Alten bleiben, sondern dass wir uns einstellen und Gott gehorchen, dass er seine Pläne, seine Vorhaben verwirklichen kann. Wie sollen wir eine solche Haltung gewinnen? Wie kommen wir dazu? Das hört sich jetzt ja alles sehr hochtrabend an. Ich glaube, das Erste ist, dass es für uns immer normaler wird, unsere Rechte an Gott abzugeben. Das, was Philipp vor einigen Wochen gepredigt hat in Bezug auf Jona. Unsere Rechte an Gott abgeben. Und das andere, die tiefe Gewissheit, der Vater macht keine Fehler. Seine Liebe trägt. Es kommt also darauf an, dass unsere Vorhaben, nicht darauf an, dass unsere Vorhaben gelingen, sondern dass Gottes Wille geschieht. Kinder Gottes sind nie nur ein Spielball des Schicksals. Darauf kommt es wirklich an. Denn bei Gott sind oft ganz andere Dinge wichtig als bei uns. Die zweite Ansicht noch aus dem Kapitel 3 des Philipperbriefes: Es kommt nicht auf menschliche Fähigkeiten an, sondern auf eine tiefe Liebe zu Jesus Christus.
Kapitel 3, Vers 3 lesen wir, wo Paulus sagt, wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Als Paulus das erlebte, diesen Wechsel sozusagen in dem, worauf er sich verließ, da hat ihn das bis ins Mark erschüttert. Er schreibt uns ab Vers 5 im Kapitel 3, das könnt ihr zu Hause lesen, was für ein vorbildlicher jüdischer Mensch er war. Ein vorbildlicher alttestamentlicher Gläubiger. Alles im Kasten, alles super gelaufen, kein Tadel. Er hatte wirklich was vorzuweisen. Und er hat sich darauf verlassen, dass Gott das anerkennt. Deswegen war er unterwegs, diesen Jesus zu bekämpfen und die Gemeinde zu verfolgen. Bis er Jesus begegnete. Und dieses Kartenhaus in einem Augenblick zusammenfiel und dann er 3 Tage Zeit hatte, intensiv nachzudenken, was jetzt los ist. Man nennt es dieses Damaskus-Erlebnis. Bibelleser kennen das. Er war unterwegs nach Damaskus. Jesus erscheint ihm in einem hellen Licht. Er fragt, wer bist du, Herr? Und dann antwortet ihm diese Erscheinung, ich bin Jesus, den du verfolgst, der Kyrios. Und er hat in einem Augenblick, war für ihn klar, dass er völlig falsch gelegen hat. Wenn Jesus dieser Kyrios ist, dann ist er Yahweh, der Gott des Alten Testaments. Und dann gilt das Doppelgebot der Liebe. Liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich bin völlig falsch. Ich habe nichts mehr, worauf ich mich verlassen kann. Das beschreibt er im 2. Korintherbrief, wie er das dann erlebt hat im Nachhinein, denn der Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat das Licht auch in unseren Herzen erstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Da hat er in dem Moment und dann in den 3 Tagen, wo er nichts gegessen und getrunken hat und gebetet hat, hat er begriffen und erlebt, meine menschlichen Fähigkeiten sind nichts wert. Da kann ich vor Gott nicht bestehen. Meine Möglichkeiten reichen nicht, bei ihm vielleicht Anerkennung zu finden. Sie reichen nicht aus, etwas zu bewirken. Sie reichen nicht aus, um wirklich Menschen tiefgreifend zu verändern. Und er tat, wie es in der Bibel oft heißt, Buße. Das heißt, er änderte seine Gesinnung. Er kam zu diesem Kreuz, gab seine Rechte ab und hat sich ausschließlich auf Jesus verlassen von da an. Er schreibt das in den Versen ab Vers 8. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Darauf kommt es wirklich an, dass unser Leben von dieser tiefen Liebe zu Jesus geprägt ist. Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, das ewige Leben bedeutet, den kennenzulernen, dich kennenzulernen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist seine tiefste Motivation. Er sagt es nochmal in Kapitel 3, Vers 10. Mein Ziel ist es, nach einer anderen Übersetzung, mein Ziel ist es, ihn wirklich kennen und verstehen zu lernen. Das ist unerlässlich, damit wir rauskriegen, worauf es echt ankommt. Worauf es ankommt, wenn unser Leben durcheinander kommt, unsere Gesellschaft durcheinander kommt, wenn Dinge ganz anders laufen, als wir es gewohnt sind. Und jetzt ist am Ende die Frage, wie können wir jetzt eine solche Haltung gewinnen? Wie können wir in dieser Liebe zu Jesus wachsen? Das ist eine fromme Floskel, kann es sein. Es ist eine fromme Phrase. Es ist etwas, was nicht alle gleich hier bejahen. Es ist etwas, wo viele Mühe mit haben. Davon bin ich überzeugt, weil ich hier auch aus eigener Erfahrung spreche. Und wir sollten vor allen Dingen zunächst einmal ehrlich sein und sagen, wir haben ganz verschiedene Startvoraussetzungen.
Jeder von uns hat seine Geschichte. Als Kind, seine Geschichte mit der Liebe, seine Geschichte mit dem Vertrauen. Das können wir nicht ausblenden, das wird nicht bei der Bekehrung einfach weggebeamt, sondern wir bleiben in diesem Prozess als solche Leute, die wir geworden sind. Mich begleitet das eigentlich mein Leben lang. Es ist dann irgendwie komisch, man redet gern darüber, man liest gern darüber, man predigt gern darüber, über die Liebe Gottes, über das Hineinwachsen in diese Liebe, aber man merkt, man kommt weiter, aber es ist ein, wie soll ich sagen, da ist etwas, was noch klemmt. Da hat mich einmal sehr ermutigt, als ich in einem Vortrag von Gordon MacDonald saß, ein alter, weiser Mensch, der ganz viel zu sagen hat, viele Bücher geschrieben hat. Und da sagte er doch tatsächlich, dieser Mann, den ich bewundere, den ich als Vorbild auch nehme, dass er von seinem Vater, der auch im vollzeitlichen Dienst war, keine Anleitung bekommen hat zum Vertrauen, dass da ein schwieriges Verhältnis war und dass das, er hat es so gesagt, dass da ein Loch in seinem Herzen ist, was bis heute nicht ganz geheilt ist. Und ich dachte, boah, das gibt's ja wohl nicht. Da ist ja noch einer. Und der ist doch schon so viel weiter. Und trotzdem ist es so, trotzdem sagt er das. Jetzt hörte ich letzte Woche eine kurze Predigt von Francis Chan, kennt ihr vielleicht auch. Da sagt er das Gleiche. Auch wieder einer, wo ich denke, boah, der predigt und was der für Konsequenzen zieht und hat sein Haus verkauft und geht jetzt irgendwo nach Asien, anstatt in Amerika zu bleiben. Und er sagt, sein Vater ist mit 12 gestorben und der hatte nie diese Beziehung. Und dass er merkt, dass ihn das immer noch belastet und dass er nicht in diese tiefe Liebe so eintauchen kann, wie er das gerne möchte. Ich möchte dir Mut machen, dass du dich trotzdem auf den Weg machst. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Aber es beginnt damit, dass du ehrlich wirst, dass du es Gott sagst. Ich möchte deine Liebe besser verstehen. Und ich möchte auch dein Tempo mit mir akzeptieren. Und möchte, dass du mein Herz veränderst, meine Verletzung heilst. Und spätestens in der Ewigkeit werde ich ganz verstehen, was deine Liebe wirklich bedeutet. Bis dahin will ich mit dir unterwegs sein. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus im Kapitel 1. Also es kommt nicht auf die menschlichen Fähigkeiten an, sondern auf eine tiefe Liebe zu Jesus Christus, weil bei Gott oft ganz andere Dinge wichtig sind als bei uns. Wir wollen jetzt ein Lied hören, dann den Lobpreis. Ich bitte die Band schon mal nach vorne. Und ich möchte euch hier und auch an den Bildschirmen einfach einladen, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr euch überlegt, wo kann ich in diesem Prozess weitergehen? Wo kann ich meine Bitterkeit oder meinen Groll ablegen, weil Dinge ganz anders gelaufen sind, als ich gedacht habe? Wo kann ich Gott sagen, Herr, ich will erwarten, dass du etwas draus machst? Und das andere, wo möchtest du, dass Jesus neu sagen, ich liebe dich, auch wenn du es vielleicht noch nicht so fühlst. Ich vertraue dir, auch wenn das für dich vielleicht immer noch irgendwie unvollkommen ist. Aber mach dich auf den Weg. Jesus ist unsere einzige Chance, wirklich verändert zu werden und dann auch zu wissen, worauf es ankommt. Amen.